Hallo und seid herzlich willkommen zu einer Folge Cosmo-Tier. Für die Leute, die Cosmo-Tier nicht kennen, es ist ein Spiel, wo du quasi selber deine 2D-Raumschiffe bauen musst und andere Raumschiffe zerstören. Also das ist einfach der Sinn des Ganzen. Dann kann ich hier eins von den drei Schiffen auswählen. Ich nehme das und jetzt kann ich es bearbeiten noch. Ich werde einfach mal alles entfernen und ein komplett neues Schiff bauen. Also zuerst brauchen wir einen Reaktor. Für den Anfang wird ein kleiner Reaktor reichen. Dann brauchen wir noch Betten für die Besatzung. Ich bin ein Fan von der Waffe, deswegen platziere ich die gleich einmal so. Dann kommt da unten noch ein Bett hin. Dann kommt hier eine Munitionsfabrik hin. Da gegenüber ein Munitionslager. Vorne, um die Waffe zu schützen, brauche ich noch zwei Schutzschilder, die ich dann mit so einer Förderband verbinde, damit die leichter mit Energie versorgt werden können. Dann brauche ich noch ein paar Türen an. Und jetzt habe ich fast das Wichtigste vergessen. Wir brauchen natürlich noch einen Antrieb. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Man kann da gar nicht rein. Ich muss das so hinstellen. Ich platziere da noch Panzerung. Und ich habe gerade gemerkt, dass man die Schubdüsen vorne gar nicht verwenden kann, weil sie nicht verbunden waren. So, das ist jetzt das hässlichste Raumschiff, was ich jemals gebaut habe. Aber ich hoffe, es funktioniert. Ich hätte noch 5800 übrig, aber brauche ich ja nicht. Oh wow. Ich bin ein Genie, ich habe die Kommandozentrale vergessen. Ich muss die Waffe gleich ein bisschen kürzer machen und dadurch auch alles andere zurückschieben. So, jetzt soll's passen. Ah nein, ich habe es noch immer vergessen. Ich habe nur die Teile zurückgeschoben. So, aber jetzt. Ich kann es so halt einfach steuern und unten die roten Punkte sind die Gegner. Und ich werde jetzt einfach mal zu dem hinfliegen. Oder zu den oberen, der ist näher gerade. Okay, mein Raumschiff ist einfach viel zu langsam. Ich muss gleich nochmal die Schubdüsen ändern. Ich nehme jetzt etwas größere. Ah, und es geht besser. Ich bin. Der schießt schon. Und die Waffe, was ich halt draufgesetzt habe, ist halt ultra stark, deswegen. Ging das gerade so leicht? Ich habe 25.000 gekriegt. Und sobald man den Reaktor von einem anderen Schiff erwischt, ist es eigentlich vorbei, weil dann explodiert der und zerstört alles. Und das andere ist auch gleich in der Nähe. Da oben sieht man halt mein Schiff und da ist halt das gegnerische Schiff. Jetzt ist der Reaktor gleich kaputt. Jawohl. Ich habe jetzt 57.000. Ich könnte das Schiff eigentlich verbessern, aber ich lasse mal für den Anfang so. Ich habe die Galaxiengröße auf winzig eingestellt. Jetzt weiß ich nicht, ob das der einzige Planet ist oder ob man noch herumreisen muss, weil normalerweise musst du zwischen den Planeten hin und her rasen. Die haben eine Kanone nicht einmal verbunden. Ah, jetzt. Das war ein Volltreffer. Und umso größer die Waffe ist, umso stärker wird sie. Deswegen habe ich vorher noch einen Teil dazwischen gehabt. Ich meine, ich kann es jetzt hier wieder dran bauen, weil jetzt habe ich genug Geld. Jetzt muss man sich irgendwo den Überlichtsantrieb einbauen, damit ich eben zu einem anderen Planeten rasen kann. Ich setze ihn nur einfach da dran, weil ich den eigentlich nachher wieder abbauen möchte. Oh, und es gibt eigentlich ganz schön viele Planeten. Geh mal zu denen. Jetzt laden die das halt auf und dann kann ich rüberreisen. So, normalerweise wären die Raumschiffe jetzt stärker oder sollten stärker sein. Und sie sind einfach nur zu schnell für mich. Ich komme denen gar nicht hinterher. Ja, das sollte easy gehen. Jetzt sind beide Schüsse einfach daneben gegangen. Ah, der dritte passt wenigstens. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe gar keinen Feuerlöscher und das wäre ganz praktisch. Ich weiß nicht, warum die gerade alle so schwach sind. Weil das ist eigentlich nicht einmal ein wirklich gutes Schiff, was ich da zusammengebaut habe. Aber irgendwie funktioniert es gerade. Oh, der hat einen Laser. Bei mir ist ein Schutzschild ausgefallen, aber ansonsten dürfte alles noch passen. Ich brauche auf jeden Fall ein paar mehr Leute, habe ich gerade gemerkt. Da und da. So sieht es gerade von außen aus. Das kann ich natürlich auch noch bearbeiten. Am besten wäre es ein dunkelblau, dann sieht man es einfach nicht mehr. Und das Schiff heißt jetzt einfach Simmel. Easy. Jetzt holen wir uns auch das letzte Schiff auf dem Planeten. So, easy. Jetzt habe ich 183.000. Man kann auch Schiffe speichern und platzieren und Schiffe, also eine größere Flotte kann man gleich auch machen. Und jetzt könnte ich es löschen, oder? Verkaufen. Perfekt. 84.000 und mit dem kleinen kann ich jetzt für zwei Treibstoffdinger rüberspringen. Und da ich das jetzt eh nicht mehr brauche, verkaufe ich das auch nochmal. Hab 256.000. Und kann euch ein Schiff zeigen, das ich einmal früher gebaut habe. Und das ist ein bisschen größer. Ich habe gleich viel zu wenig Besatzung da drinnen. Ja, und es hat rundherum Schutzschilder. Ich habe mehr Schubdüsen, dadurch bin ich schneller. Der Überlichtsantrieb ist
fix verbaut, weil das eigentlich eher am praktischsten ist. Dann habe ich noch so kleine Abwehrkanonen und die großen wieder zwar. Jetzt sollte hoffentlich bald alles mit Strom versorgt sein. Jetzt will ich auf dem schwersten Planeten fliegen. Ich fliege zu dem, der ist einer der schwersten. Ich kann zum ersten Gegner fliegen. Das Problem ist, die sind da gerade unten zu zweit, deswegen gehe ich zuerst zu dem oben. Okay, das ist ein richtig fettes Schiff. Wenn man das vergleicht, das ist meins. Und das ist seins. Der wehrt sogar meine Kanonenschüsse teilweise ab. Oh, und er hat solche Raketen. Ja, das schaut nicht so gut aus. Kann ich noch? Ich kann es noch steuern, weil die Kommandozentrale drauf ist. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt ist vorbei. Jetzt könnte ich mir theoretisch noch ein Schiff für 34.000 zusammenbauen oder kaufen. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Abo, einen Kommentar oder ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.